Servus, Leute. Ich bin der Mann für euch im Bereich Top 10. Hey, ihr seid begeistert. Es ist wieder soweit und es ist auch für dieses Jahr das letzte Top 10. Ja, wir haben noch den Dezember vor uns, aber das Video kommt ja erst im Januar. Das heißt, noch ein letztes Mal zusammen 10 geile Produkte anschauen und dann fangen wir direkt mit dem Platz 10 an. Wie ihr alle schon aus diesem Koffervideo wisst, brauchen wir zum Waffentransport einen geeigneten Koffer oder eine geeignete Waffentasche. Und da haben wir was Neues. Und zwar die neuen Pistolenkoffer von Nimrod. Was macht diese Pistolenkoffer jetzt aber so besonders, dass ihr diese anderen vorziehen solltet? Die Koffer sind aus einer stabilen Kunststoffschale, aber die Besonderheit findet sich eigentlich im Inneren. Die Koffer gibt es einmal in Schwarz und in Sandfarbe. Wir haben hier zwei Verriegelungen am Koffer. Koffer Nummer 1 hat die Besonderheit, er ist pre-cut. Das heißt, wir haben hier schon den Ausschnitt passend für die Pistole und für ein Magazin. Hier haben wir getestet, die passen zum Beispiel ziemlich perfekt Glocks rein. Und Koffer Nummer 2 ist ein Pick-and-Plug. Das heißt, beim Pick-and-Plug-System könnt ihr das alles durch die kleinen Fäge, die wir haben, rausstanzen und perfekt an eure Pistole anpassen. Solltet ihr also einen ordentlichen Pistolenkoffer suchen, bekommt ihr die Pick-and-Plug-Version für 22,90 und die Pre-Cut-Version für 24,90. Gehen wir direkt über zu unserem Platz 9. Auf dem 9. Platz haben wir nicht nur eine Waffe. Ja, wir haben im Video jetzt nur eine Waffe, aber die anderen blenden wir euch ein. Und zwar ein paar neue G&G-Modelle. Aber die besonderste von den ganzen habe ich mir jetzt mal fürs Video geholt. Fürs Video habe ich jetzt die G&G MXC9 gewählt. MXC9, weil 9. Platz. Was ist denn jetzt bei den neuen G&Gs anders? Überwiegend bei den anderen Modellen ist die Optik anders. Das heißt, wir haben wieder sowas wie zum Beispiel die SRL oder SRS, SRXL, aber mit anderem Handguard, neuem Magazin und einem anderen Schaft. Bei der MXC9, das ist jetzt die neue, die auch mal ein ganz anderes Design hat. Das heißt, hier haben wir wirklich was ganz Neues. Im Lieferumfang habt ihr zwei Midcap-Magazine drin, ein etwas kürzeres und ein etwas längeres. Ihr habt eine Länge von 665 mm und eingeklappt ist sie bei 605, aber im ausgeklappten Zustand können wir den Schaft auch noch mal ein Stückchen verlängern. Flip-Up-Visierungen haben wir auch ab Werk direkt mit dabei und wir haben eine beidseitige Bedienung. Charging Handle rechts, links, dann Bolt Catch rechts und links. Und den Feuerwallhebel haben wir auch einmal rechts und links. Wir haben einen 603er Innenlauf mit einer 128er Länge und eine Leistung von ca. 1,4 Joule. Und bei der Größe ist er auch super gut für CQB geeignet, denn das Ganze gibt es aber auch noch als 05er Modell. Und mit dem Gewicht von ca. 2,4 Kilo eignet sie sich auch wirklich gut für CQB, denn sie ist nicht zu leicht, nicht zu schwer, liegt angenehm in der Hand. Einfach alles, was man braucht. Die Magazine haben eine Kapazität von 170 Schuss und wir empfehlen euch hier bei der über 05 Version 028er und bei der 05 zwischen 020 und 025. Der Body und der Schaft sind aus einem hochwertigen Polymer und der Handguard, der M-Lock hat, ist aus Metall. Aber ihr fragt euch bestimmt, wo soll denn bei der kleinen Waffe der Akku hin? Das ist ganz schlau gelöst und zwar haben wir das mit Klappschaft. Wir haben hier oben ein Fach, das ziehen wir nach hinten und dann können wir durch Druck auf den Knopf, der vorne drin ist, das Akkufach öffnen und da haben wir dann Platz für einen Monstick 11.1er Akku. Das Ganze bekommt ihr für 459,90 Euro. Bei uns im Shop. Und jetzt gehen wir direkt über zu unserem Platz 8. Platz Nummer 8 wird belegt von der VSR 10 von Double Bell. Diese gibt es in drei verschiedenen Farben. Fürs Video habe ich mir mal die abgespacede Variante ausgesucht. Und zwar die Graffiti-Variante. Im Lieferumfang haben wir dann noch einen Speedloader und natürlich ein Magazin. Der Upper der Waffe und der Außenlauf ist vollwertig aus Metall gefertigt und der Schaft komplett aus hochwertigem Polymer. Wir haben einen 454 mm langen Innenlauf mit einem Durchmesser von 6,02. Das heißt, da ist schon ab Werk ein richtig guter Lauf verbaut. Vorteil VSR 10 typisch, das Ding ist super leicht. Das heißt, gerade für eine Sniper ist das Gewicht sehr angenehm. Man kennt es ja, es gibt Sniper-Rifles, die sind doch ein bisschen schwerer, aber VSR 10 ist eigentlich somit mein Favorit, weil super leicht, nicht zu groß, super geil. Vorne und hinten haben wir jeweils eine Öse für einen Trageriemen und die Waffe hat abwerkende Leistung von ca. 1,75 Joule. Das finde ich recht in Ordnung. Also wir haben damit auch schöne Schussergebnisse erzielt. Und dadurch, dass er nur bei 1,75 liegt, lässt sich die Waffe verhältnismäßig auch super leicht spannen. Und das Interessante bei dem Ganzen ist der Preis. Denn der Preis liegt bei 169,90 Euro und dafür, was ihr bekommt, finde ich das auch wirklich gut. Packen wir mal das abgespacede Viech wieder weg und gehen rüber zu unserem Platz 7. Auf unserem 7. Platz
Haben wir mal was Besonderes für die Speedsofter oder die SpeedQB-Spieler unter euch. Und zwar haben wir einen Speedsoft bzw. SpeedQB-Belt. So, und hier haben wir auch schon das gute Stück. Aber warum solltet ihr jetzt so ein SpeedQB bzw. SpeedSoft-Belt tragen, wenn ihr sowas spielt? Das ist super kompakt, super leicht und ihr bekommt viele Magazine unter. In dem Fall hier haben wir jetzt 7 Taschen. Das heißt, 7 M4-Magazine, die ihr unterbringen könnt. Und das ist schon eine ganze Menge. Aber wer schon mal SpeedSoft gespielt hat, weiß, dass man die Magazine auch gut und gerne mal braucht. Und für die, die mit der Materie noch nicht so erfahren sind, die Taschen sind hier hinten, die greift ihr von unten. Das heißt, der Belt kommt quasi an den Rücken ran, ihr spannt den nach vorne zu und die Magazine werden von unten reingesteckt, dass ihr quasi hinter den Rücken greift und die nach unten wegzieht. Das hat den Vorteil, ihr könnt euch auf den Bauch schmeißen, wie ihr wollt, ihr seid schnell unterwegs und seid super leicht unterwegs. Also, wie ihr sehen könnt, ich habe den Belt jetzt mal angezogen. Der ist wirklich super kompakt. Der hat auch ein sehr elastisches Material, wodurch ich den wirklich super gut an mich anpassen kann. Ich könnte sogar jetzt noch ein Stückchen enger machen. Der wird immer noch super passen. Aber sowas darf natürlich auch nicht rutschen. Das ist eigentlich das wichtigste Utensil. Denn wenn ich Speedsoft spiele, brauche ich meine Magazine. Und dann darf ich den Gürtel auch nicht einfach so verlieren. Den Gürtel haben wir in 2 Größen. Einmal in SM und LXL. Der SM hat einen Umfang von 75 bis 110 cm und der LXL 110 bis 140. Das ist der, den ich hier jetzt auch im Video benutzt habe. Also für jeden, der Speedsoft unter euch spielt, würde mich mal interessieren, wie viele tatsächlich Speedsoft oder SpeedQB spielen, weil die Community ist in Deutschland scheinbar noch nicht so groß, aber vielleicht haben wir ja ein paar unter euch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Belt haltet, denn ihr bekommt das Ganze für 98,90 Euro. Gehen wir direkt weiter zu Platz 6. Auf dem 6. Platz haben wir endlich mal wieder was Neues von Lenzer Tactical. Und zwar passend jetzt zum Speedsoft-Gürtel haben wir auch eine Waffe, die super kompakt ist und für CQB geeignet ist. Und zwar haben wir die Lenzer Tactical Enforcer 7 Zoll in der Limited Edition. Diese gibt es einmal in dem Grün, was mir super geil gefällt, und in Lila. Wir haben hier wieder mal eine Pro-Line, das heißt voll Metall gefertigt. Alle Teile bis auf Griff und Schaft sind aus Metall. Und es kommt direkt mit einem Midcap-Magazin. Wie immer bei Lenzer haben wir einen 6,03 mm Innenlauf mit einer Länge von 210 mm. Ihr habt 18:1 SHS-Gears, die auf 8 mm Laufbuchsen laufen und einen Piston mit 14 Stahlzähnen. Natürlich haben wir am Berg auch ETU und MOSFET verbaut, Federschnellwechselsystem und eben einen Tuninglauf und einen Flat-Trigger, was euch das schnellere Schießen ermöglicht. Eine neue Besonderheit für Lenzer Tactical, die Waffen kommen direkt mit einem Dienstanschluss. Und den erreichen wir, indem wir den Schaft einmal abnehmen, das Käppchen abnehmen und dann haben wir hier den Akkuanschluss. Keine Angst, es ist auch noch ein längeres Fach dabei, damit ihr noch ein bisschen mehr Platz habt. Die Lenzer kommt auf eine Energie von ca. 1,2 Joule, ist aber durch das Federschnellwechselsystem auch super regulierbar und ihr kommt auch ganz leicht unter 1 Joule. Also für jeden, der gern CQB spielt, eine kurze Waffe sucht, die super geile Performance hat, der ist hier bei der Lenzer genau richtig und ihr bekommt das Ganze für 329,90 Euro bei uns im Shop. Und jetzt kommen wir direkt zu unserem Platz 5. Ich habe schon in unserem letzten Top 10 gesagt und ich sage es auch jetzt nochmal. Spekner Arms gehört einfach bei uns mittlerweile in jede Top 10. Denn es kommen immer wieder neue Waffen raus und was soll ich sagen, die sind einfach geil. Wir haben auf dem 5. Platz nämlich die SAE 14 Edge 2.0. Diese gibt es einmal in Tannschwarz und in ganz schwarz. Und wie immer bei Spekner Arms, ihr bekommt 2 Magazine, bei den meisten Waffen auch einen Vordergriff mit, Midcap-Magazine natürlich. Die Waffe hat einen Vollmetall-Body, Vollmetall-Handguard, Flash-Hider, 14mm CCW-Gewinde, Nano-Beschichtung, Gate-Aster-ETU, ESA 2 Federschnellwechselsystem, aber ich meine, die alte Leier kennt ihr ja alle schon. Und bevor ich mir jetzt wieder unnötig die Arbeit mache und euch zum 100. Mal erzähle, warum Spekner Arms geil ist und was in der Spekner Arms geil ist, schaut euch doch einfach mal die Videos an, die wir zu der MK18 Edge 2.0 haben. Da wird das alles mal genauer erklärt, denn die Internals sind im Endeffekt relativ gleich. Da unterscheidet sich nur noch in der Lauflänge. Aber den Preis kann ich euch noch sagen. Das Ganze bekommt ihr nämlich für 369,90 Euro. Aber gehen wir mal direkt über zu unserem Platz 4, denn langsam wird es echt interessant. Auf dem Platz 4 machen wir jetzt einfach mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Naja, was heißt Werbung? Auf einer Seite ja,
Auf der anderen Seite ist es für euch aber auch extrem wichtig. Und zwar haben wir die LiPo-Bags. Wir haben jetzt neue LiPo-Bags bekommen. Drei verschiedene Ausführungen. Das hier ist die große Version. Warum braucht ihr jetzt ein LiPo-Bag? Naja, die Dinger sind extrem wichtig. Denn ihr müsst mal überlegen, die LiPo-Akkus sind jetzt nicht ganz ungefährlich. Ich denke, viele erinnern sich noch an den Skandal. Da durfte man die Samsung Note-Handys nicht mit in den Flieger und so weiter nehmen, weil die Akkus Explosionsgefahr hatten. Und genau das waren Lithium-Akkus. Und bei den meisten Waffen ist es ja mittlerweile gang und gäbe, einen LiPo-Akku zu verwenden. Beziehungsweise eigentlich bei allen Waffen. Ich würde euch immer empfehlen, kauft euch einen ordentlichen LiPo dazu, das passende Ladegerät und in dem Zug auch den LiPo Safety Bag. Wenn so ein Akku mal brennen sollte, dann habt ihr auch keine Chance mit Wasser. Und der LiPo Bag nimmt dem Akku die Luft weg, den Brand, das heißt, das wird alles gedämmt und es schützt einfach. Wenn ihr jetzt den Akku zu Hause ladet und ihr wollt einen Wohnungsbrand vermeiden, wenn es wirklich mal passiert, dass eine Zelle auf dem Akku kaputt ist, weil er vielleicht zu sehr tiefenentladen war, er bläht sich leicht auf, ihr merkt es nicht, ihr hängt das Ding ans Ladekabel und das Ding setzt sich in Brand, dann setzt er sich lieber in der Tasche in Brand, anstatt vielleicht in euer Wohnzimmer. Und dann bekommt ihr es vielleicht nicht mit. Deswegen sollte man LiPo auch nie unbeaufsichtigt laden. Denn wenn das Ding mal hochgeht, ist scheiße. Und natürlich haben wir die neuen LiPo-Taschen auch mal ausgiebig für euch getestet und haben mal einen Akku da drin hochgehen lassen und hat super funktioniert. Wir sind echt zufrieden. Also lege ich jedem von euch ans Herz, kauft euch so ein Ding für 14,90 und schützt euch einfach weitestgehend. Denn auch wenn das Ding mal im Auto hochgehen sollte, ihr habt ja meistens eure Sachen im Kofferraum, ihr bekommt das nicht immer sofort mit und das hilft dann schon enorm, das Ganze einzudämmen. Aber gehen wir mal vom Sicherheitsaspekt weg und gehen direkt zum Platz 3, denn da wird es wieder spaßig. Platz Nummer 3. Jetzt wird es interessant. Und zwar haben wir eine neue Glock. Was heißt neu? Im Endeffekt, die Glock gibt es schon ein paar Tage länger, aber wir haben sie jetzt neu im Sortiment. Und zwar die GHK Steel Version. Und ja, ich kann nichts anderes sagen, außer ich bzw. wir Sniper lieben Glocks. Und genau deswegen war es für uns auch so wichtig, auch diese kleine Besonderheit im Sortiment zu haben. Aber was genau ist das jetzt? Wir haben hier eine Glock 17 Gen 3. Die Besonderheit ist, sie ist von GHK gebaut, sie hat einen Stahlschlitten und die Internals sind halt deutlich stärker. Und vor allem, und das finde ich so krass an der, das Abzugsverhalten ist fast wie bei der Originalen. Wir haben deutlich höheres Abzugsgewicht als bei den anderen Airsoft Glocks. Und ich finde es einfach brutal geil. Das heißt, so zum Zielschießen, zum Trockenüben, gerade für die Leute, die vielleicht auch scharf schießen und eine Glock haben, ist das eigentlich genau das Richtige. Das ist Nonplusultra. Denn auch vom Gewicht, ja, der Schlitten nicht, aber vom reinen Gewicht, Abzugsverhalten, Geräuschkulisse ist das schon näher am Original dran. Gerade der Abzug, also da ist schon was ganz anderes. Und auch der Rückstoß ist nochmal ein bisschen ein anderer. Der ist ein bisschen stärker als bei den normalen. Das heißt wirklich für die, die eine Scharfe haben, Trockentraining machen wollen, ist die neue Steel Version perfekt. Aber auch für die, die euch die Reenactment machen wollen. Denn sie kommt auch optisch am nächsten an eine Scharfere. Und zum Spielen auch wegen der Leistung von einem Joule super geeignet für die ganzen Felder. Also wenn ihr Bock auf sowas habt, entweder kommt mal gerne vorbei, schaut sie euch vorher an. Es ist es auf jeden Fall wert. Ich finde sie mega geil und für den Preis von 399 Euro kann man auch bei einem Stahlschlitten mit Stahlinternals nicht meckern. Aber jetzt gehen wir über zu Platz 2. Wir waren mal wieder fleißig, was SAC-Waffen angeht. Aber wofür steht SAC? SAC steht für Sniper Airsoft Custom. Das heißt 20 Jahre Engagement, Leidenschaft und Erfahrung, die wir in höchst modifizierte und getunte Waffen reinstecken. Und rausgekommen ist diesmal die Bolt B4. Das Ganze haben wir einmal als SAEG und als HPA-Version. Ich habe jetzt hier fürs Video die SAEG-Version, ist aber von der HPA-Version äußerlich kein Unterschied, außer dass bei der HPA ein Schlauch raushängt. Ihr bekommt das Ganze natürlich mit PTS-Magazin, einigen Stickern wieder. Hier noch mehr Sticker. Also wirklich das gesamte Paket mit allem, was ihr braucht, aber das Herzstück natürlich wie immer die Waffe. Und hier können wir von den Internals wieder, ja, da kann ich euch eine Geschichte erzählen. Wir haben Speed Trigger, wir haben Warhead Motor, wir haben eine Umbrella Hop-Up Unit, wir haben Mimstahl Gears mit einer 13:1 Übersetzung, wir haben einen anderen Pisten, wir haben einen anderen Lauf vom Prometheus drin. Also wirklich das komplette Paket und die Waffen finde ich persönlich einfach super geil, die schießen super geil. Wir haben damit wirklich Schussergebnisse 80, 90 Meter mit 36ern, 40ern Kugeln, also brutal, was die Dinger leisten. Und das Ganze dann auch direkt mit allen Teilen, die verbaut sind, zugelassen. Das heißt, ihr habt keine Kopfschmerzen, ihr habt kein Problem. Die Dinger sind einfach ultra geil, schießen super schnell. Und ich bin
total begeistert. Und das sage ich nicht, weil ich bei Sniper arbeite und euch das verkaufen möchte, sondern ich durfte die auch schon aufs Spielfeld mitnehmen, beziehungsweise auch andere SAC-Waffen. Und jedes Mal bin ich begeistert, was die Dinger reißen. Mit der Leistung von 1,7 Joule sind sie auch für viele deutsche Felder noch super geeignet. Ich meine, wir gehen öfters rüber nach Weckring, wie ihr ja schon wisst, nach Frankreich. Da ist es mit 1,7 sowieso kein Problem. Und da performt die Waffe auch einfach ultra geil. Also wirklich, ich persönlich spiele sie mit 32er Kugeln, damit so 70, 80 Meter konstant und einfach der Hammer. Ich bin super begeistert. Ich habe richtig Bock auf die Waffen und ich bin echt froh, dass wir das geschafft haben, so eine Custom-Serie auf die Beine zu stellen und die auch immer weiter ausleben, immer erweitern und euch einfach auch in verschiedenen Preiskategorien geile Tuning-Waffen bieten können. Deswegen, wenn ihr Bock auf so eine etwas klassischere M4 von Bolt habt mit unserem SAC-Tuning, dann bekommt ihr das Ganze für 1.198 Euro. Und das, wie gesagt, als SAEG und HPA. Das hört sich im ersten Moment viel an, aber ihr müsst auch überlegen, was alles drinsteckt. Die Erfahrung, die Arbeit, die Zulassung, die Teile und vor allem, wenn mal was an den Waffen sein sollte, unsere super Techniker haben die Waffe komplett zerlegt, haben die komplett neu aufgebaut. Das heißt, die kennen auch jede Schraube daran. Wenn was dran ist, meldet euch bei uns. Wir helfen euch immer weiter. Also, SAC Bolt B4 auf dem Platz 2 und jetzt gehen wir über zu Platz 1. Und nochmal haben wir was Neues von SAC. Aber wofür steht SAC? Spaß. SAC steht für 20 Jahre. Auf dem Platz 1 sind, ich weiß, viele von euch haben lange gewartet. Viele von euch haben mich zubombardiert in Kommentaren, Tickets, Telefon, Showroom. Dennis, wann kommt wieder was von LCT? Und ja, wir haben es geschafft. Wir haben wieder LCT-Waffen. Vorerst jetzt mal in der SAC X LCT HPA-Variante. Ja, wir haben jetzt verschiedene Modelle als HPAs. Keine Angst, die werden auch wieder als SAEGs kommen. So nach und nach bekommen wir jetzt endlich wieder was von LCT. Das heißt, seid gespannt, die SAEGs kommen. Aber was habe ich denn jetzt hier für eine schöne LCT fürs Video gewählt? Eigentlich eine meiner Lieblings-LCT-Waffen, und zwar die AS Falk. Lange genug hat es gedauert. Ich habe endlich wieder eine in der Hand. AS Falk, SAC, HPA, einfach geil. Und wie wir das von LCT kennen, Verarbeitung ist einfach geil. Stahl, überall nur Polymer. Hier Polymer, das ist einfach nur geiles Metall, geiler Stahl. Und vor allem Gewicht, super nah am Original, Verarbeitungsqualität. Also ich kann euch für den LCT echt ein Liedchen singen. Super, super geil. Meiner Meinung nach die besten AKs, die es gibt. Und da kommt auch so schnell von der Verarbeitungsqualität keiner ran. Aber natürlich gibt es nicht nur die AS Falk. Wir haben auch noch die LC3, die AK, die VSS und die AS Falk als HPA. Die VSS hätte ich mir am allerliebsten hergeholt, weil da bin ich auch ein bisschen größerer Fan als von der AS Falk, aber die war leider zum Zeitpunkt des Videos ausverkauft, so als wir gedreht haben. Kommt aber wieder, wir haben da schon welche gebaut. Aber was habt ihr denn jetzt alles drin? Wir haben die Original-Hop-Up-Kammer, den Original-Lauf. Hier kam eine Wolverine-Engine rein und die leistet euch bis zu 2,5 Joule auf der Waffe. Die Waffe kommt auch direkt mit einem Midcap-Magazin und der HPA-Akku wird vorne in den Schalldämpfer eingelegt. Da müsst ihr Akku dran, Schlauch dran und dann könnt ihr schon loslegen. Kimmo und Korn sind hier natürlich einstellbar. Ich meine, haben wir auch nichts anderes erwartet. Und ihr habt einen Klappschaft. Das heißt, so könnt ihr die AS Falk auch CUB spielen. Geil, oder? Wir haben hier gesamt ein Gewicht von 3,2 Kilo, was eben durch das ganze Stahl zustande kommt. Ich glaube aber, das ist was für ein eigenständiges Video, weil ich bin mir ziemlich sicher, einige von euch lieben LCT, haben auf LCT gewartet und wollen jetzt zu so einer Waffe bzw. zu der Serie auch ein eigenständiges Video. Und da lassen wir uns nicht lumpen, das machen wir natürlich für euch. Aber ja, den Preis sage ich euch auf jeden Fall noch, denn das Ganze bekommt ihr für 1.198 Euro bei uns im Shop. Alle Varianten. Ja. Mir fällt es schwer, aber legen wir das gute Stück mal wieder weg. Aber wir werden es ja wiedersehen, spätestens dann, wenn wir das Video machen. So, das war's dann wieder mit unserer Top 10 November 2022. Die letzte, die in diesem Jahr kommt. Aber wir sind ja noch nicht ganz von der Bildfläche weg, weil es kommen noch ein paar Videos im Dezember, dass ihr das Jahr mit uns noch schön ausklingen lassen könnt. Da wünsche ich euch, gestern war ja der zweite Advent. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Advent und euer Adventskalendertürchen.
hat euch was Schönes gegeben. Und dann bleibt mir aber nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns das gerne mit einem Daumen zeigen, uns ein Abo hinterlassen, hilft uns enorm weiter, weitere Projekte zu machen und kostet euch nichts. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Schreibt uns einen Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!